Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Arms Trade Tycoon Tanks. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir waren hier stehen geblieben, haben ein bisschen Geld. Was ich jetzt natürlich nicht weiß, ist beispielsweise, was haben wir denn? Monatliche Balance. Na, passt doch, was haben wir denn? Ich bin gerade überlegen, weil wir haben 500.000 abgezogen bekommen. Es kann natürlich sein, durch diese ganzen Bauten, dass die kumuliert kommen. Will ich jetzt nicht ausschließen. Das heißt, lass uns kurz gucken. Wir haben 20.000, wir haben 50.000 Personalkosten und wir haben 21.000 Maintenance-Kosten. Sollte uns also reichen. So, wir gucken nach Contract Center. Application Remaining 31 Tage. Da wollten wir das zuweisen. Jetzt wollte ich gerade gucken. 403, der Achilles. Achilles kommt zu uns. Wir haben den Mark 1. Und wir müssen mit 403 müssen wir kämpfen. So, ansonsten, das Einzige, was unser Problem ist, er ist zu schwer. So, pass auf, wir gehen zurück und schauen, dass wir... Wie viel braucht er? Echt jetzt? Mal kurz gucken. 300 oder 400? 403! Ja, leck mich doch am Bob. Ist 403. Ich muss ihn ja herschenken. Boah, 403. Machen wir 31.000. 408. Das passt. Die Frage ist jetzt, kann ich jetzt genug produzieren? Ich kann ihm mehr geben. Wir können 25 machen. Bis wann? Deadline 22.10. Wir müssen bis zum 11.11. liefern. Das könnten wir schaffen, dass wir sagen, wir liefern 25. Wollen wir es probieren? Zu 31. Was kostet uns der Spaß eigentlich? Weiß ich gar nicht. Was kostet uns der Panzer? Können wir gucken, was uns der Panzer kostet? Also 43.000, wenn wir das nicht machen können. Protection, Firepower, Soft. Also es ist für Softpower. Wir sind alles gut, nur das Gewicht ist zu schwer. Wir sind einfach zu schwer. Was kostet uns denn die Produktion von einem Panzer? Wo sehen wir das? Was kostet uns das denn? 31.000. Also wir könnten mit Geld können wir schlagen. So, was ich jetzt nicht ganz verstehe. Lass uns kurz gucken. Das wäre eine Möglichkeit. Was kostet uns ein Panzer? Haben wir hier die Übersicht? Weiß ich gar nicht. Wo können wir denn hier gucken? Dann machen wir hier mal zu. Warte mal. Was kostet denn uns ein Panzer? Research, Engineering, Design. Was... Sehe ich das irgendwo, was uns ein Panzer kostet? Weiß ich jetzt gar nicht. Also wir haben logischerweise keine stationiert. Jetzt muss man gucken. Hier Engineering. Vielleicht steht hier der Preis, was uns das Ganze kostet. Steht das hier? 4K. MK2. Der ist etwas leichter. Etwas leichter. Wenn du überlegst, er hat noch ein Rad hinten dran, ja. Aber die sind so ultra schwer, ultra schwer. Aber wo sehe ich denn, was uns der Ding kostet? Dieser Panzer, Contract Center. Sehen wir das irgendwo? Administration? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo könnte man das sehen, das, was uns ein Panzer kostet? Ich würde es gerne mal wissen. Engineering, Warhouse, das ist, da war ich gerade eben drin. Was kostet uns bitte ein Panzer? Hier, da sehen wir es ja. Einer kostet uns 15.120 an Materialkosten und dann kommen nochmal, ja, ich würde mal sagen, Personalkosten kommen drauf, minus 20 Reputation, Global Reputation of your tank as it reputable countries, this value is a permanent significant impact on decision making, okay, also minus 20, das ist schon schlecht. 8.200 Mannstunden. Lecco mio. 1.300 Materialien. Pass auf. Also 15.000. Sagen wir 20.000 kostet uns ein Panzer. Ja? 20.000. Ich brauche jetzt mal gucken, wie viel Platz ich... Ich muss mal gucken, wo ich produzieren kann. Das ist schon zu viel. So, für 10 kann ich kaufen. Jetzt guck mal. Ozeanien kostet der ganze Spaß... Iron, habe ich hier einen Total Price? 51, 60, 65.000. In Europe Raum, ah, da unten steht es doch hier. Da haben wir nichts.
Request Resource Available Resources. So, da muss ich ein bisschen runtergehen. Da gibt es zu wenig. Das kostet uns 59. Asia, da können wir wieder hoch wahrscheinlich. Ne? Kostet uns 72.000. Wie viel kriege ich? Ja, 72.000. Für 10.000 kann ich kaufen. Das wäre okay. Und ich habe dann 9.300. Das sollte passen. Komm. Für 11. Aktuell könnte ich produzieren. Reicht es uns? Pass auf. 21 Tage. So, wir gehen in die Produktion. Halt, ich habe gesagt, in die Produktion. Wo war die Produktion? Ich muss mal, da hieß die Produktion. Davon brauche ich jetzt. Pass auf. Jetzt gucken wir mal. 25 Stück. Ja, ich habe zu wenig Material. Wir sehen es hier. Ja. So, 25 Stück. 25 könnte ich verkaufen. Und wie lange würde es dauern, 25 Stück? Jetzt ist die Frage. Assign 92.000. Assembly Focus 55%. Hier ist 48.000 Ressourcen. Ja, guck mal, ich habe das für locker flockig reichen. Das brauche ich gar nicht. Warte mal, 48.000. Ich könnte 30, also auf 30. Sollen wir 30 anbieten? Was denkt ihr? 30? Sein. 47 Tage. Das heißt, das wäre dann im Oktober. 47, 30. Oktober, 21. Oktober, November. Ja, pass auf. Dann gehen wir auf Contract. Wir gehen hier rein. Und ich biete dir meinen tollen Mark MK1 an. Der ist total kacke. Aber ich biete die an für 31.000 und dann biete ich die aber an 30. 25. Warum? Ich muss noch liefern. Ich darf nicht vergessen, ich muss liefern. Und das könnte sonst ein Problem geben. Und ich glaube, 20 war der Gap. Kann es sein, dass 20 der Gap ist? Muss kurz gucken. Transport, warte mal. Hier, das Transport hier. Mache ich wieder zu. Es tut mir leid, dass ich hier ständig rumspringe. So, das habe ich gebaut. Die bauen gerade. So, dann gehen wir hier hin. Panzer verschiffen. Kapazität 60. 25 ist da hier. 25 ist die Kapazität. Das ist okay. Können wir 25 anbieten, würde ich sagen, ja. Ja. Der kostet 1000. Okay, das ist okay. Nee, das passt. 25, komm. Dann bieten wir hier 25 Panzer an. Nochmal hier 31.000. Ihr kriegt meinen shitty Panzer für 31.000, ja. Und dafür bekommt er 25 Stück. Ja, dass sich's auch lohnt für mich. Bitteschön. 408 sollte funktionieren. Bitteschön. Ich hoffe, das ist jetzt tricky wiki, aber gucken wir mal. Am 11.11. muss das Ding geliefert sein. 25 Stück. Gut. Habe ich noch was im Petto? Muss ich gerade mal schauen. Die 12 Tage Design Bureau. Gut. Gehen wir hier. Gib ihm. So, Vertrag wurde akzeptiert. Na, sehr schön. Wir liefern 25. Das ist okay, das ist okay, komm. So, da haben wir den Vierzylinder. Intelligence Report. We're getting an indication from the front lines that Germany tanks have been spotted on the way under the front. Okay, deutsche Panzer auf dem Weg zur Front. Wir wissen gar nichts über die Taktik und die Kapazitäten. Enough firepower facing strong. Okay, wir müssen dann dementsprechend erwarten, dass es relativ starke Gegenwehr gibt, dass die starke Panzer sind und dementsprechend brauchen wir noch mehr Materialien. Gut, ich denke, das sieht relativ gut aus. Das sollten wir ohne Kredit schaffen. Wir werden sehen. So, was haben wir denn? Wir wollen, was ist das hier? Engineering Bureau. Da hätten wir Kapazitäten, aber erstmal nicht. Wir wollen Re-Engineering machen. Das war das da, Reserve Engineering. Vielleicht kriegen wir einen deutschen Panzer. Mal gucken, was haben wir hier? Du bist die 75, die haben wir nicht, genau. Ich hätte gern Research dann. Was? Ach, der ist noch am... Hab ich schon? Okay, war ich zu schnell? 52%, ach, das bin ich gerade dabei, oder was? 52%, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Was war denn fertig? War dann irgendwas hier im Design? Engineering fertig, im Design? Das war okay. Das hier, der MK2 war okay. Der bleibt beim MK1, weil da haben wir noch nichts.
Ach, das Maschinengewehr hatten wir gemacht, genau. Das war unser Maschinengewehr. Das war der Vierzylinder. Der hat halt wenig Wumms, ne? Der hat halt wegen keine Power hier. Ohne Power ewig letzter. Mil 2, was hat er? Der hatte Mil 2, hat er schon. 54, also auf jeden Fall leichter. Hiermit könnten wir extrem viel Gewicht reduzieren. So, den haben wir aber schon. Probieren wir mal. Ich weiß aber nicht, ob der überhaupt genug Kraft hat. Wir haben einen Sechszylinder und da haben wir einen Vierzylinder. Gut, Ketten. Hier haben wir den MK1. Der Warhouse MK1. Da seht ihr, die Ketten sind anders. Seht ihr die? Die sind anders. So, den hier würde ich gerne... Achso, den kann ich gar nicht. Da muss ich erstmal Re-Engineering machen, ja? Da bin ich aber, glaube ich, hier dabei. Doch, die habe ich. Sehr schön. Pass auf, die habe ich doch. Sehr, sehr gut. Pass auf, dann gehen wir nochmal ins Engineering rein. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht die Ketten irgendwie verbessern können. Sag mal her, dichter. So, jetzt hätte ich gerne 64, 66, 53. 3 hier. Agility. Der hat mehr Agility. Running Gear. Represented overall ability. Also die Reparaturfähigkeit ist 1, die ist 2. Naja, ist okay. Der ist schwerer, aber ich denke, wir nehmen den hier rein. Oh. Ach, die sind gar nicht designed, oder was? Habe ich die noch gar nicht? Oder passt er da nicht? Ah, halt, stopp, mein Fehler. Ich muss in das... Doch, da bin ich drin. Hier, Entwicklung. Achso, das ist aber... Achso, da muss ich rein. Hier muss ich rein. Du kannst bestehende Komponenten nicht nochmal redesignen. Die Frage ist, was macht das hier? 5. Crew Requirements 1. Also 5 brauchst du hierfür. Das ist schon krass, ne? Aber der ist doch nicht für einen schweren Panzer gemacht, oder? Ist der für einen schweren Panzer gemacht? Pass auf, wir gehen mal hier rein. Wir gehen hier rein. Wir sagen, wir wollen das hier haben. Wir wollen... Boah, guck mal, allein die Rollen, die Laufrollen, was die wiegen, ja? 106, das ist besser. 4, 2, guck mal hier. Road Speed ist 3, 4. Also der ist auf jeden Fall besser für das Ding. Das bleibt. Okay, nee, das gefällt mir gar nicht. Gefällt mir nicht. Die Frage ist, do you want to save? Nein. So, die Frage ist, ob ich den hier jetzt entwickle. Ob das was bringt. Aber ich glaube nicht für unseren Panzer. Für den, den wir haben, brauchen wir den hier wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass der andere funktioniert. Ah, ist nass. Ist halt die Frage. Gut, den haben wir jetzt gemacht. Sind wir jetzt eigentlich durch? Jetzt mal ohne Blödsinn. Haben wir alles jetzt entwickelt? Was kann ich denn hier? Da gibt es nichts anderes. Das haben wir alles schon drin, ja. Das ist der Zweizylinder. Ja. Pass auf. Guck. Wir sind eigentlich durch, kann das sein? Wir könnten rein theoretisch einen neuen Panzer bauen. Oder? Wäre das so eine Möglichkeit? Hier. Den Mark II, den da. Wie war das nochmal? Ich muss doch hier Modification. Okay, das ist das hier. Components. Doch, das haben wir alles. Das ist alles drin. Ja. So, und jetzt, wie war das? Sein Safe Mark II. Warte mal, Engineering. Reverse Engineering. Das sind die Komponenten, ja. Ich würde gerne einen neuen Panzer bauen. Wie mache ich das? Bin ich jetzt Jeck? So, das hier. Empty. Ach, nee, das ist empty. Ich gehe nochmal kurz raus. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Ich bin schon ein bisschen raus, es tut mir leid. Ich bin etwas raus aus der Thematik. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich ein bisschen raus bin. So, Research. Da, Design. Ah, Design, wir wollen designen, mein Freund. So, was ist denn das? Ah, das ist eine andere Serie. So, die Mark-Serie. Gut, wir produzieren einen neuen Great Design. Wir nehmen den Mark MK2. Ja. Sehr schön. Dann haben wir den hier. Wir nehmen... Ach du, der passt gar nicht. Der passt gar nicht.
Das hat ja dann gar keinen Sinn, oder? Wenn der gar nicht passt. Ja, das ist ja fubar, würde ich sagen, oder? Also die Firepower ist gut, aber ich bin schon wieder überschwer bin ich jetzt schon wieder. Guck mal, ich bin jetzt schon wieder total an einem Punkt, wo es gar keinen Sinn macht, ja? So, 34 Tonnen. 34 Tonnen. Ey, 34 Tonnen. 34 Tonnen. Und was hat der andere gewogen? Schade, dass ich den Motor nicht einbauen kann. Das verstehe ich nicht. Warum? Den habe ich doch entwickelt, oder nicht? Oder habe ich den gar nicht entwickelt? Oder passt der da nicht rein, der Zweizylinder? Dann muss ich ja den anderen, pass auf, wenn das nicht passt, dann lasse ich das. Nee, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Nein, dann macht das keinen Sinn, sondern ich gehe in Engineering. Gehen wir nochmal in Motoren. Doch, da ist er. Den haben wir. Aber den macht er nicht. Der passt da wohl nicht rein. Das heißt, vielleicht können wir den hier modifizieren. Gucken wir mal. Wir hätten gerne die Transmission. 3, 5, 5, 4. Und ist leichter. Bitteschön. Der kommt hier rein. So, Kühler. 100, 504 Kilo. 2, 1, 6. Crew-Komfort. Ja, bitte den hier rein. Da ist der hier. Dann machen wir den hier rein. 54, 1, 1, 1, 4. Den hier. Dann müssen wir den überarbeiten. Der ist auf jeden Fall leichter. Somit kriegen wir das Gewicht runter. Okay, wir designen den. Daimler 6-Zylinder MK2. Jawohl, sein. Sehr schön. Braucht 5 Tage. Nach den 5 Tagen sollten wir soweit sein, dass das funktioniert, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen nochmal ins Design. Ist er weg oder ist er noch gespeichert? Ne, der ist nicht gespeichert. Haben wir nicht gespeichert. Perfekt. 5 Tage. Und dann lassen wir den mal laufen. Hier 5 Tage, passt. 8 Tage, läuft. So. Was, Daimler? Die Sachen sind da. In 7 Tagen. Sollte aber reichen, denke ich. Das ist okay. So, was war das andere? Das habe ich nicht gelesen. Na, Legend. Nee, das ist Quatsch. Ich weiß gar nicht, wo du lesen kannst. Was hat er denn gemacht? 4, 3. Gucken wir mal. In Reserve Engineering, Reverse Engineering haben wir da irgendwas. Ne, das läuft noch. Dann war es nicht. Dann war es hier im normalen Research. Da muss ich kurz gucken. 3 Tage Twin Engine. Okay. Mhm. Und dann sind wir hier im Engineering. Waren es schon 5 Tage? So schnell. Ja. Da ist er. Der MK2. Da ist er. Sehr schön. Läuft. Jetzt habe ich halt den nächsten Motor, den ich gerade entwickelt habe, aber so what. Also wir gehen nochmal in die Designphase. Wir kriegen einen neuen und das ist der Mark 1 MK2. Das lassen wir so, wie es ist vom Namen her. Wir packen unseren Daimler 2 rein und siehe da, er ist leichter. Dann packen wir den hier rein, dann packen wir die hier rein, dann nehmen wir wieder unsere Kanone. Pack, pack, pack und unser neues Maschinengewehr, der hier. So, und das sind 34,5 Tonnen. Hui, was war das andere? Warte mal. Mass Limit. Ah, 31,2. 30. Okay, wir gehen also runter. Das ist schon mal gut. So, dann brauchen wir Crewmitglieder. Wir haben 5 Commander Points. Wir kriegen 4 Commander Points. So, wir brauchen Driver. Wir kriegen Driver Points. Wir haben Gunner. Gunner Points. Nochmal Gunner Points. Dann haben wir Loader Points. Loader Points. Und ich sehe schon wieder, Crew Safety ist blöd und wir brauchen Mechanic. 4. Dann würde ich sagen, wir machen noch einen gemischten. Und zwar Gunner Points, genau. Bitteschön. So sieht es relativ gut aus. Wir haben überall 100% bis auf den Commander. Mit dem kann ich leben. So, Expandables, wir nehmen uns den hier und wir nehmen als zweites den hier. Dann haben wir hier dieses, das können wir nicht nutzen und wir haben den hier. Sehr schön. Paint. Machen wir Camouflage oder machen wir ganz normal wieder unser, hier den da. Ja, ist okay? Ja,
Sieht schon schick aus, ist schon gut gemacht, muss ich sagen. So, du bist der Mark MK2, kostet 17.000 Dacken, 2.300 Ressourcen pro Stück und braucht 9.000. Ja, wird immer komplexer, das Ding, ne? Und wir haben hier wieder was wir optimieren müssen. Sein, 29 Tage. Gut, das ist jetzt erstmal sowieso hinfällig. Kann es sein, dass der leichter war? Krass. Ja, wie geil ist das denn? Okay, der wird... Ich habe gedacht, er ist leichter. Nein, er wird schwerer. Gut, wir haben jetzt besseres Metall. Also er ist auf jeden Fall verstärkt. Ja. Aber krasses... Ultramensch. Ultra. Gut, egal. Anyhow. So, wir springen zurück. Wie viel haben wir denn schon produziert? Die Frage ist, ob wir schon... Oktober, nee, wie viel haben wir denn? Aktuell auf Lager. 5. 5 Stück. Ja, 5 brauchen wir noch nicht liefern. Wir lassen es noch ein bisschen weiterlaufen. Material kommt. Ich finde übrigens diese Ladebildschirme, finde ich super schön. Finance Report. Wir haben, okay. Und die, okay, Financial Report ist ready. So, das heißt, wir sehen hier Monthly Balance. Jawohl. Das ist okay. Das sieht gut aus, muss ich sagen. Sollte passen. Wir lassen noch ein bisschen laufen. Twin Engine. Research complete, die Twin Engine. Gehen wir in Research. Jetzt habe ich die Zweier Engine, ja. Ich weiß nicht, es ist jetzt... So, was haben wir denn? Firepower. Das haben wir hier erforscht. Die Mobility. Vielleicht nehmen wir die Ketten, ne? Da haben wir nämlich den Roller, die Whippet. Wobei, ich habe das im Reverse Engineering, oder? Ja, ich glaube, die kriege ich über das Reverse Engineering, wobei, die brauche ich dann nicht. So, die Struktur. Komm, wir nehmen die Medium Hull und dann können wir auch die anderen... Machen wir so einen leichten Panzer, ja, gegen leichte Ziele. Ja, komm. 4.200 Mannstunden. Okay, Start. A new project, you are certain you wish to proceed. Ja, sind wir weg. Haben wir ja erledigt. Gut, da war ja nichts mehr drin im Petto. Administration, da haben wir jetzt aktuell nichts. Pass auf, available. Was haben wir hier? Wir haben hier Fire Focus, Risk of Fire, Accident for all Buildings, Time Power Unit Production und Gear. Das ist, du bist also definitiv ein Produktionsmann. Aber den Produktionsmann habe ich hier schon eingetragen, ja. Hier. Da ist er schon. Der William. So, die Frage ist, ob ich jetzt vielleicht ins Warehouse, warte mal, ich würde hier jetzt einfach das Loading Speed, Loading Speed, Safety, ich würde sagen, wir nehmen den hier. Und dann Supply Depot, Truck Freight, Panzer, Stockpile Depot. Provides a bonus for 50.000. Da können wir ein bisschen mehr Material lagern. Und das hier. Dedicated Dock for receiving naval freight and contributed safety of delivery. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? Reduziert die Panzerlieferung und reduziert die Lieferung der Fracht, weil wir über das liefern können. Ja, das wäre okay, oder? Sonst noch irgendwas? Supply Depot, was macht das hier? Bonus Raw Delivery Supplies sold by Blair. Braucht man nicht. Stockpile. Dedicated Hangars to enhance resource storage capacity. Plus 50.000. Hätten wir dann mehr dabei? Es ist halt die Frage, ne? Was ist das hier? Supply Lines? Ach, das war das hier. 7, nee, das reicht uns noch nicht. Da waren wir hier. Zurück. Das ist Jackes, das ist Wumpe. Halt, wo bin ich jetzt? Das ist doch Wumpe, Mensch. Hier wollte ich hin. Nee. 25 mal hingeklickt und 33 mal dran vorbei. Ja, mach zu. Mein Fehler.
Gut, jetzt mal schauen. Also hier nochmal rein hier. Da war ich stehen geblieben. Die Frage ist nämlich jetzt den hier oder nehme ich den hier? Den Stockpile für 50.000 Kapazität mehr? Ja? Oder nehme ich die Geschwindigkeit? Was macht das hier? Das macht auch 25% Reduce Resources Delivery Time. 25%. Provides a Bonus. 25%. Okay. Dann machen wir das hier auch, komm. Das ist okay. Nehmen wir das in Kauf. Dann gehen wir hier raus. Perfekt, haben wir gemacht. Dann lasst ihr noch ein bisschen laufen. So, the reverse engineering ist soweit komplett. Dann nehmen wir die nächste. Was haben wir denn? Second weapon. Die Hodgins. Die Hodgins hat man nicht, die Hodgins. Die Hodgins haben wir doch schon. Hodgins. Brauche ich da gar nicht. Die Mili 1914. Habe ich die nicht schon? Die Hodgins. Ist jetzt halt die Frage. Den Griff habe ich, glaube ich, nicht, ne? Na komm, nimm mit. Ist okay. 3 Tage. Sie tun uns nicht weh. Feuer frei. Nächste Runde. So, Reverse Engineering. Jetzt mal gucken. Die müsste er ja dann komplett gemacht haben. Genau. Okay. Hat sich erledigt. Ist completed. Na, sehr schön. Jetzt gehen wir mal zurück. Kurz mal schauen. Was haben wir denn? Der Design läuft noch 22 Tage. 23 Tage hier. Warte mal, Design. Was hätte es denn gebracht, wenn ich, warte mal, wenn ich jetzt hier gesagt hätte, ich nehme einen anderen Motor. So, hier habe ich den hier. Would you like to create? No, hier. Achso, doch, ja, möchte ich. Ja, möchte ich. So, das ist der hier. So, und dann haben wir die Twin Engine. Das ist der Vierzylinder. 2,5, 2,3. Der ist leichter. Gut, da habe ich jetzt die Twin Engine. Der ist noch leichter. Den müsste ich aber erstmal entwickeln. Den müsste ich erstmal entwickeln. Warte mal. Attribute Sum. Der ist besser, ja. Pass auf, dann gehen wir erstmal in. Warte mal. Das machen wir nicht. Wir gehen hier in Engineering. Pass auf, dann lass uns doch erstmal nochmal einen Motor bauen. Wir gehen hier in den Motor. Und zwar haben wir jetzt den Twin Engine. Ja. So, jetzt gucken wir mal. 96, wir nehmen den hier. Der ist auf jeden Fall besser im Gewicht. Bitteschön. Dann haben wir das Schwungrad. 2204111, der ist besser. Nehmen wir den hier. Dann haben wir den hier, guck mal, 1911-02-222, ach, guck mal hier, besser, nehmen wir den hier. Und wir haben den hier, 165-32, der ist besser. Operation Range, der bleibt. Und dann haben wir 240, das ist auf jeden Fall leichter, 4, das ist, der hat mehr Volumen, der hat 3, der hat 5. 5, 4, dann würde ich doch den bei dem bleiben. Der ist schwer, der ist aber schwerer, ne? Das ist halt die Thematik, der ist halt schwerer. Da könnte ich Gewicht reduzieren. Road Speed ist 7, hier ist Road Speed 5. Ja, die Agility ist hier 4, da ist er 3. Der ist einfach besser. Ja, der wiegt zwar ein bisschen mehr, aber das ist okay. Würde ich sagen, lass mal, dann assigne mal den. Ja, dann haben wir den drin. Bin ich immer gespannt. Wir haben so viel Material, würde ich sagen. Wahnsinn. Gut, haben wir gemacht. Wir gehen zurück. Und dann müssen wir gucken. Wir lassen noch ein paar, noch 3, 4, 5 Tage laufen. Ah, the Battle of Mons has finally come to an end with the German sizing battlefield after Fury's command. No matter the odds, the 8th Lutheran Dragon showed to be superior. Okay. Na dann. Pass auf, da war da nicht, warte mal, da war doch irgendwo ein Battle-Bericht hier, ne? So, was haben wir denn? Outcome. Aber das ist nur eine Brigade, ja? Und da kann man gucken, was hier dabei rauskam. Der Winner ist eine Deutsche, klar. Ja, die waren halt hier gar nicht gut, die Pferde waren hier besser.
Der eine hat geschrieben, er kann kein Pferd erschießen, ja. Sein Panzer ist so schlecht, dass er nicht gegen Pferde funktioniert. Ja, sie sind halt schnell, ja, das ist der einzige Punkt, sie sind halt schnell. Also hier, die Engländer sind hier groß am Verlieren. So ist es halt. Dann haben wir das. Meine Freunde, ich würde sagen, wir liefern noch ganz kurz die ersten 15 Panzer. Na, warte. Da ist er. Engineered complete. Wir machen noch bis zum 15. So, perfekt. 8 Tage noch. 8,24. Was haben wir denn hier? 8, ist das richtig? Guck mal schnell mal rein. Halt, das ist falsch. Da will ich hier hin. Wie viele Panzer haben wir denn? 20. Ne, 16 haben wir. 16 Panzer. 16. Wie viel produziere ich denn? Jetzt mal kurz reingucken. Wie viel produziere ich denn? Habe ich dann noch? 22 Tage left. Habe ich mich da gerade verrannt? Kann das sein? Habe ich mich da gerade verrannt? Ich schicke schon mal die 16 raus. Habe ich mich da wirklich verrannt? Ach du meine Nase. WTF, warum? 16 habe ich auf Lager. Das ist es, wenn man so großspurig wird, ja? Und sage, ich liefere die 25, Arschloch. So, pass auf, ich liefere dir mal das was ich habe, nämlich 16 Stück. Das, was ich habe, ist schon mal gemacht. Und du hast jetzt rein theoretisch 30 Tage Zeit. 30 Tage. Kapazität Medium. Das kann. Hier, guck mal. Am 24. plus 8. Das ist okay. Das ist okay. Spare ich Geld, bitteschön. Ist erledigt. Quantität 16. Meine Freunde, ich würde sagen. Ich springe in die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Mir persönlich macht das Spiel wahnsinnig Spaß. Das heißt, wenn es euch auch Spaß macht, schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.